So, und kann das vor sich hinschmelzen, damit wir wieder Goldbarren haben und dann mal gucken. So, hier nicht das. Nein, 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 nein. Das kommt hier rein. Wo ist es? Wo ist es? Da. Ja, ja. Ah, ja. Alles geht voran. Es freut mich ungemein. Hier auch, ne? Wasser ist jetzt voll, also. Es geht. Es läuft. Es läuft alles hervorragend. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich mag das, wenn halt so einige Dinge sich so langsam automatisieren. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Dann haben wir Kupfer, Eisen. Ich brauche eigentlich Eisen. Man könnte dann theoretisch noch so bergsteigermäßig halt da runterkraxeln und, ne? Falls sich so den Rest rausholen, den man so braucht. Was man halt da so gerade noch sieht. Wenn man wirklich möchte. Ja, so langsam kommt das da wohl so auf Ebenen, wo es wirklich interessant wird. Ne? Weiß ja nicht, wie tief das da jetzt unten ist. Da sind schon so 30 Blöcke sind da schon tief. Wir kommen da bald auf Diamanten-Level. Bald. Irgendwann. Ich weiß es nicht, aber das Rote ist verdächtig. Nein, das Rote ist nicht verdächtig. Trust me. Wenn es die ganze Zeit rot wäre, dann ja, aber so ist es halt noch okay. Ja. Es ist nicht bedenklich. Keine Angst, ich weiß, was ich hier tue. Manchmal. So, jetzt kommt Steinstaub hier rein, das hier raus. Dann können wir daraus vielleicht mal ein bisschen Goldpulver machen. Zack, ganze 5 Stück. Das sind nochmal 5 Barren. Wow, es geht voran. So. Ja, und dann wird das nächste, was wir machen, wenn wir halt hier die Goldkabel ersetzt haben und sowas, wahrscheinlich dann der Metallformer sein. Damit wir da schon die nächste Windkraftanlage bauen können und hassen nicht sehen. Ja? Das sind auch so typische Worte. Ja, ist alles okay. Als Rote ist es gar nicht schlimm. Es muss so sein. So, wir haben nicht mehr so viel Eisen, ne? Wir holen mal ganz kurz die Eisenerze davon da hinten. Ja, Platz habe ich. Da ich die schon mal zerstoße und dann halt mehr Eisen draus mache und hast du nicht gesehen. Ja? Ach ja, ach ja, ach ja. Wie viel Brennstoff ist noch drin? Oh, 6 und 7 geht noch. Aber wir müssen wahrscheinlich bald wieder, ja, Holz holen, ne? So ein bisschen. So ein bisschen brauchen wir wohl. So, aber erstmal. Hier, Eisen, zack. So, Barren. Aber, ne, hier werde ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen drauf rumhämmern und dann ist Ende Gelände. Wow, ganz 2, wow. Wow. So. Haben wir schon mal wieder 8 Kabel. Schmeiß die Zange weg. Ist eine gute Idee. Hier. Noch haben wir ja ein bisschen Gummi. Aber könnte mehr sein. So. Haben wir schon wieder 8 Kabel. Es geht voran, es geht voran. Und die Kupferkabel, die können wir alle immer noch verwerten für irgendwelche Spulen oder naja, den ganzen Krams halt, weißt du? Was man halt sowieso so herstellen muss oder immer wieder Kupferkabel verbrauchst. Na gut, wir brauchen eigentlich diese unisolierten, aber kann ich das nochmal irgendwie voneinander trennen? Nein, schade. Ja gut, aber was soll's. Es gibt Schlimmeres. Müssen wir halt nur noch bei Zeiten halt mal da hochkrapseln und die ganzen Kabellagen dort erneuern. Way! Da kommt Freude auf. So. Aber dazu brauchen wir erstmal sowieso einen Hammer. Hammer Time! Ja, hau das hier schon mal raus.
Samen will ich jetzt nicht unbedingt da reinpacken, ne? So. Kann halt auch da drin bleiben. So, wo haben wir es denn? Eisenbröckels? Ich hab die doch gerade gehabt oder habe ich die nicht rausgenommen? Ich hab die nicht rausgenommen. So. Packen wir die hier rein. Lassen wir das nochmal ordentlich durchwaschen. Hoffe ich nur, dass halt da noch irgendwie mal Strom reinkommt. Das wäre super. Ach ja, ach ja. Wir kriegen das alles schon noch hin. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Also Eisen ist halt jetzt wirklich so das große Manko, das wir haben. Und ich hoffe, dass sich das halt im Bälde dann nochmal bessert. So ein bisschen. Was wir machen, ist tatsächlich mal eben schnell. Nur mal eben schnell. Nochmal so ein bisschen. Sag schon. Bäume abholzen. Weil wegen ist besser. Damit wir so ein bisschen an Holzkohle kommen, die wir dann wieder in Dinger verwurscheln können und. Ja? Damit wir zumindest irgendwas zu tun haben. Ich hätte auch gerne natürlich halt irgendwie diese Baumplantage dann irgendwie dann automatisiert, falls es dann auch irgendwie geht, was bestimmt irgendwie geht, weil man kann ja jetzt irgendwie alles automatisieren. Aber hey, ja? Hey, listen, hey. Holzkohle lassen wir mal im Inventar. Das kann da rein, das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Diese elendigen Samen können endlich rein. So. Okay. Wenn ihr Fragen habt, dann habt ihr jetzt wieder die Zeit, ordentlich Fragen zu stellen. Wenn das wirklich, wenn nicht wäre. Und so weiter. Dann kann ich die jetzt, während ich hier Holz abfarme, nochmal beantworten. Dachte ich mir so. Ob das wirklich so funktioniert, ist eine andere Geschichte. Wo ist eigentlich der Herr mit seinem Fragenkatalog? Da habe ich jetzt mehr erwartet heute. Ja? Aber, naja, was sonst? Kann ich? Da hast du doof gefragt. Säge? Es gibt eine Säge. Könnte man ausprobieren. Kettensägenpistole, ja. Könnte man bei Zeit mal ausprobieren. Ich brauche dafür sowieso erstmal ein bisschen Eisen, aber so theoretisch. Habe ich vorhin auch schon gefragt. Achso, habe ich nicht gesehen. Die Frage ist dann halt auch immer noch, ist es besser als das, was wir jetzt hier haben? Das ist so eine andere Geschichte. Ne? Nachher funktioniert dann, keine Ahnung, die Kettensäge nur blockweise oder sowas. Ne? Nicht so wie jetzt hier mit der Axt, mit der Tree Capitators Mod. Aber ja, mal gucken. Erzählst du nicht erst deinen Boden zu Hause, statt alles zu verkohlen? Was? Erzählst? Ach so. Ah, ersetzen. Ja, bei Zeiten. Bei Zeiten. Ich könnte eigentlich, ne? Ich könnte. Was ich auch mal ganz kurz könnte, ist, ich mach mal so. Mache so. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Einfach nur, weil es macht mich sehr stutzig, dass wir so gar keine Mods haben. So gar nicht. Muss immer rumhoppeln wie ein Hase. Ja, es ist furchtbar. Stimmt wohl. Dabei bin ich gar nicht Captain Hase. Ja. Ach stimmt, könnte ich eigentlich machen. Ich könnte eigentlich. Habe ich es irgendwie ein Stückchen einfacher und muss weniger Leertaste hier besudeln. Mit meiner Anwesenheit. Ja. Wenn du Führerschein machen würdest, eher Auto oder Motorrad? Wenn Auto, Kleinwagen, Sportwagen, Nutzfahrzeug, Motorrad, Rennsemmel oder gemütlich Chopper fahren?
Also, wenn Motorrad, dann wäre ich keiner von diesen Sportmotorradfahrern. Sondern halt so die coolen Motorräder, weißt du? So die, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Sind das die Chopper? Ich weiß es nicht. Frage nicht. Aber wahrscheinlich wäre es das, ja. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich Motorrad fahren. Wenn ich ein Auto hätte, ja, dann keine Ahnung, hier so. So ein Van oder halt so einen alten VW T2 oder also halt so ein VW Bus, so einen alten. Oder halt hier diese ja, solche Roadtrip-Wagen, weißt du? So ein Land Rover oder sowas. Das wäre so ein Auto für mich. Frage, wie sind die Schwerter und die Gitarre? Gitarre ist hervorragend. Ja. Bin ich ja jetzt derzeit dabei, damit dann die Let's Battle Hintergrundmusik aufzunehmen. Für das Intro. Und die Schwerter sind... Ja. Sie hängen gut. Sind scharf. Oder das eine ist zumindest scharf. Ja. Sie sind genau so, wie ich es Simple vorgestellt habe. Genau so und nicht anders. Der VW-Bus könnte ich mir sehr gut vorstellen bei dir. Ja, ich auch. Ich auch. Nur wird das halt leider nie zustande kommen. Ja. So. Ich müsste ja echt mal wieder alles aufforsten, ne? Und ich müsste mich mal schlau lesen, wie das hier funktioniert mit diesen komischen Robotern. Nur ich weiß halt, dass wir zu Buildcraft irgendwie auch Öl brauchen. Ja, und das mit dem Öl ist halt auch so eine Sache, ne? Weil da müssen wir erstmal wieder ein paar Kilometer laufen, bevor wir überhaupt Öl finden. Dann müssen wir es anzapfen, dann müssen wir es herbringen. Und, furchtbar. Furchtbar. So, ja, was machen wir? Wenn wir hier, was für einen Boden wollte ich hier rein haben? Eiche, ne? Ja. Dann kann ich zumindest Birke verbrennen. So ein bisschen. Ach komm. Machen wir mal eben schnell hier. Das Eisen muss wahrscheinlich eh noch gewaschen werden. Ist ja jetzt kein Akt und dann ist es auch endlich mal gemacht. Ja? So. Eichenholz. Fliege und Sieg. Ach nee. Ja doch, hier ist richtig. Ja. Und ja, ich weiß, wir haben auch Mooscraft installiert. Mooscraft ist halt eine Mod, mit der kannst du dir eigene Welten quasi erschaffen. Dann beispielsweise, wie ich das schon gehört habe, kannst du dir, keine Ahnung, irgendeine Welt generieren, wo du ganz viel Lava hast. Diese Lava kannst du dann wiederum mit Buildcraft irgendwie rauspumpen und dann für irgendwelche Maschinerien benutzen. Also es ist schon, ne? Schon Knorke. Das könnte man zum Beispiel halt für irgendwelche Verbrennungsmotoren benutzen, um dann die Quarry zum Beispiel weiter anzufeuern und so. Aber... Ja, erstmal überhaupt zu dem Status kommen. Wobei, man könnte sich irgendwie damit beschäftigen. Ist furchtbar, womit man sich hier alles beschäftigen kann in Minecraft mit ein paar Mods drin. Es ist ein Traum. So. Dahin, so. What? Sehe ich gar nicht ein. So. Solange hier eh keine Monster kommen, brauche ich auch kein Licht. Später dann, zack, wumms, boom. Ah ja. Das Bett? Hab ich das Bett? Bett? Das Bett ist... Ah, okay. Mal, das fällt doch dann das Bett runter, oder?
Wie bei Türen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Naja. Fackel. Meins. So.